Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Mein Name ist Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute habe ich das Unboxing von der My Little Box für dich, Into the Woods. Und wenn du Bock drauf hast, mit mir in den Novemberwald zu schreiten, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Ja, die My Little Box ist eine Beauty Box, die monatlich erscheint und normalerweise 18,50 Euro pro Box und pro Monat kostet. Diesen Monat kannst du 5 Euro sparen, indem du einfach den Code INTOTHEWOODS verwendest und damit bekommst du sie für 13,50 Euro. Dieses Bild hier vorne drauf finde ich erstmal wunderschön. Sie hat auf jeden Fall auch einen kleinen süßen Mr. Wow am Start. Das könnte Sammy fast schon sein, wobei Sammy ist ja schneeweiß, ne? Und ja, da haben wir schon eine schöne Winter-Herbst-Landschaft, die da gezeigt wird. Und genau, ich bekomme die Box in der Kooperation kostenfrei zur Verfügung gestellt, um sie vorzustellen. Vielen, vielen Dank an die liebe Steffi und das komplette My Little Box-Team. Ich darf auch wieder eine Box dann eigentlich verlosen. Alles, was du dafür tun musst, um an der Verlosung teilzunehmen, steht unter diesem Video in der Infobox. Schau super gerne einfach mal vorbei. So, Herbst ist da, der Sommer ging hin, leise die Winde wehen. Wer erinnert sich an dieses Lied? Musste ich damals im Schulchor öfters singen, ich habe keine Ahnung, es war so ein, man kommt halt so rein in diesen Flow, ne, diese Stimmbänderölgeschichte. Jeden Monat bekommen wir von der My Little Box, keine Ahnung, wo meine Gedanken gerade sind, eine Box, in welcher sich eine wunderschöne Geschichte verbirgt im Prinzip. Dann haben wir hier zwei Accessoires, die das Ganze so ein bisschen untermalen und ja, drei Beauty-Produkte. Also das ist so ungefähr immer das Konzept, was die Box so hat. Und das ist immer sehr liebevoll gestaltet. Es ist immer ein bisschen verspielter, ein bisschen mehr mit diesem französischen Flair, ein bisschen mehr Chichi. Also wenn man wirklich Bock hat auf so eine sehr verspielte, artistische Box, ist die My Little Box tatsächlich die, die ich empfehlen würde. Und hier hast du halt so einen gesunden Mix aus Beauty- und Lifestyle-Artikeln. Ich finde das wirklich schön und das ist halt einfach ja sehr, sehr, sehr künstlerisch gestaltet immer, ne? Und das allein diese Box ist wirklich ein Hingucker. Das kannst du dir so hinstellen im Prinzip, ne? Hast ein schönes Bild von Kamako, das ist wohl der Maler oder so. Feiere ich. Finde ich wirklich schön. Und jetzt gucken wir mal hinein. Oh, das ist wirklich alles total liebevoll. Man muss darauf stehen, wirklich, ne? Weil das bekommst du dann auch wirklich jeden Monat in Perfektion nach Hause geliefert. ich setze euch auch den Link zu der Box in die Infobox. Und wie gesagt, Into the Woods gibt euch dann die 5 Euro Rabatt, ne? Genau. Dann haben wir dieses wirklich süße Schleifchen, was aber gerade nur um die Karte drumherum ist, okay. Und hier haben wir den Blick in die Box. Es ist schon süß, ne? Es ist schon süß. Das gucken wir uns gleich nochmal von Namen an. Ich befreie erstmal hier diesen Guide. Ein Wonder Guide. Wonder Guide. Es ist ein Wander Guide, ne? Dass man halt wandern gehen kann. Für mich ist aktuell die krasseste Wanderung, wenn ich vom Erdgeschoss ins erste Obergeschoss gehe oder wenn ich mit Sammy oben 10 Minuten, Viertelstunde durch den Wald gehe, dann bin ich schon platt. Leitfaden für ein gelungenes Wochenende im Wald. 10 Tipps aus unserem Team. Oui, wir gehen auch mal in die Natur. Seid ihr Naturtypen? Mögt ihr das? Also wir haben jetzt zum Beispiel das Kinderzimmer auch super krass waldig gestaltet, einfach weil mein Freund und ich total die Waldkinder sind. Wir sind beide halt, also ich bin schon in der Siedlung aufgewachsen, aber ich habe sehr viel Zeit im Wald mit Buden bauen und so weiter verbracht und das auch schnitzen gelernt von meinem Opa und so und richtig, richtig cool. Und mein Freund, also die haben ja einen Hof gehabt oder haben einen Hof halt, ne? Selbstversorgerhof und da bist ja direkt Wald, überall. Dich hört da keiner schreien, Leute. Okay, endlich allein. Was für ein unbezahlbarer Luxus. Nur die sanften Geräusche der Natur als Gesellschaft. Unbezahlbar. Das stimmt allerdings. Damit du das Beste aus deinem Ausflug rausholst, kommen hier unsere Tipps für einen perfekten Tag im Wald, bevor das Grün dem Winter weichen muss. Bist du skeptisch? Keine Sorge. Wir haben für dich die praktischsten Tipps rausgesucht. Sie sind der Reihe nach aufgelistet und müssen nur noch befolgt werden. Kommst du mit? Okay, 10 verschiedene Steps, wo dann auch die Produkte mit eingefügt wurden. Das ist natürlich süß, die hier gegebenenfalls in der Box drin sind. Guten Regenschirm haben wir hier wahrscheinlich nicht drin. Aber ja, süß gemacht auf jeden Fall. Und das meine ich halt auch so ein bisschen mit diesem ganzen Shishi, mit dem ganzen Flair, was einem vermittelt wird. Ne? Dass man halt einfach mal so ein Wanderguide bekommt, vor allem, wenn man einfach
nicht so unbedingt damit rechnet, ne? Da hat sich ja wirklich jemand hingesetzt, die Mühe gemacht, darüber nachgedacht und so. Und diese Kreativität ist einfach immer schön. Ich fange mal mit einem Accessoire an. Die sind meistens so süß eingepackt. Trésor de Sous-Bois in Fusette à Thé Bianchon. Oh, das hat was mit Tee zu tun. Sowas mag ich ja. Ein Waldschätzchen in Fusette für heißen Tee. Okay. Dieser wiederverwendbare Teebeutel muss nur mit deinem Lieblingstee befüllt und in kochendes Wasser gelegt werden, um seine herrlichen Wald-Wipes zu entfalten. Wald-Wipes. Vibes. Wiebes. Mhm, wisst ihr Bescheid? Süße Verpackung. Damit fängt es halt auch einfach immer wieder schon mal an, ne? Das ist so süß. Ich möchte das jetzt aufkriegen, ohne die Verpackung zu zerstören, weil Tee-Eier habe ich tatsächlich einige schon. Das hier würde ich nämlich gerne weiter verschenken. Ich habe da auch schon jemanden im Blick. Ist jetzt einfach auch gerade die Zeit, wo man immer, wenn man dann irgendwas in der Hand hält, wo man denkt, das ist süß, aber gerade kann ich da nicht so viel mit anfangen, ne? Dass man dann direkt an Menschen denkt. Das ist so diese Zeit von bald ist Weihnachten und man macht sich so kleine Geschenke und man kriegt dieses Ding nicht auf und muss sich eine Pinzette zu Hilfe nehmen. Das mag ich einfach, ne? Dass man dann so drüber nachdenkt, wem kann ich das schenken? Und wem könnte ich damit eine Freude bereiten? Sowas mag ich. Es ist einfach eine Eichel. Ne? Ja, das ist richtig süß. Und das passt halt 1A für eine Portion Tee. Das ist aus einem Gummimaterial. Wir hatten, oder was ist das? Silikon. Ich glaube, letztes Jahr hatten wir, oder vorletztes Jahr, so ein Eichhörnchen hier drin. Das wird natürlich super zusammenpassen, ne? Oh, wie süß. Aber das Eichhörnchen habe ich halt noch und das reicht dann auch irgendwie. Und das hier ist halt einfach nur niedlich. Eine Portion und oh Mann. Und dann hängst du das so rein und das ist so niedlich. Und das, oh Gott, ja, oh Gott. Oh Gott, es tut mir leid. Aber es ist niedlich. Einigen wir uns bitte darauf. Dann habe ich hier das nächste drin, was auch von der Verpackung her einfach ein Haus ist, wie süß. Süß. Eine Kuschelfüße. Cozy Socks. Lange Spaziergänge in Gummistiefeln füllen die Lungen mit frischer Luft, aber die Füße frieren dann doch ein wenig. Setz dich an den Kamin oder schlüpfe einfach in diese kuscheligen Socken in recycelter Baumwolle, um sie blitzschnell aufzuwärmen. Da bin ich ja mal gespannt, ob die meine Größe... Ich glaube nämlich eher weniger. Aber zieht euch das mal rein. Ach Mann, wie niedlich kann etwas sein? Oh Gott, hier werden Katzenliebhaber auf jeden Fall auf ihre Kosten kommen, denn da chillt eine Katze auf der Bank. Das ist schon, also, liebevoll gemacht, ne? Ja. Wer was anderes behauptet, der... Das kann ich nicht nachvollziehen, Leute. So nämlich, ne? Und dann hast du hier so grün... Ich liebe Weihnachtssocken ganzjährig. Das wisst ihr ja auch mittlerweile von mir. Ich habe heute auch wieder Weihnachtssocken an. Aber das hier sind gar keine Weihnachtssocken. Das sind einfach nur normale Socken. Guckt euch die mal an. Das sind einfach grüne, waldgrüne Socken. Achso, no mountain high enough. Wie süß. Ja, und das sind halt scheinbar One-Size-Socken, ne? Dass du halt jetzt nicht irgendwie eine spezielle Größe hier drin hast. Schon süß, darauf einigen wir uns jetzt, ne? Ja, und warme Füße ist ja auch echt immer ein ganz großer Part, um ein gewisses Gemütlichkeitsgefüge so hinzubekommen, ne? Ich find's cool, wirklich. So, und jetzt kommen wir zu dem letzten, was sich hier in der Box befindet. Und das ist dann meistens halt einfach so ein Beutelchen. Auch die kannst du super weiterverwenden. Und ja, jetzt habe ich hier irgendwie mein Oberteil ein bisschen tief gezogen. Ich hoffe, ich habe nicht zu tief blicken lassen hier. Da haben wir dann die Beauty-Produkte drin. Und ich fühle 1, 2, 3. Okay. Aufregend, oder? Es riecht nach nichts Besonderes. Okay, als erstes haben wir hier etwas drin, das ist von der My Little Eigenmarke. Das ist aber ziemlich cool. Also die Produkte von My Little Beauty sind immer sehr, sehr natürlich. Also hier sind auch 98,8% natürliche Inhaltsstoffe drin enthalten. 30 ml von der Ocean Eyes Contour de Yeux Marin, eine meeresfrische Augenkonturencreme. Ne? Und das ist schon mal eine richtig große Größe. Ich schaue mal, wie ich euch den Preis da raussuchen kann. Entweder hat My Little Box mir das im Briefing halt geschrieben, ne? Oder ich finde das auf der Homepage oder ich schätze die Preise. Das gucken wir einfach mal. Das ist schon schön. Ja, eine Augencreme kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Ich verwende immer Augencremes. Schreibt mir mal gerne in die Kommentare, ob ihr Augencremes verwendet.
Ich habe morgens und abends immer eine in Anwendung. Einfach, meine Haut ist halt wirklich trocken und ich merke, dass meine untere Augenpartie und auch um meine Augen drumherum ist alles noch trockener, noch sensibler und dementsprechend gebe ich da nochmal eine extra Portion Pflege drauf. Ne? Und ja, genau. Da könnte die dann auch demnächst mal wieder zum Einsatz kommen. Dann habe ich etwas drin von einer Marke, die uns auch öfters mal in Boxen begegnet, aber dieses Produkt habe ich noch nie gesehen. Das O-Thermal von Avène, aber das ist ein Cleansing Foam. Also ein mattierender Reinigungsschaum, der für sensible Haut und Mischhaut geeignet sein soll. Po sensible, normal, ermixt. Achso, für normale, sensible Haut bis Mischhaut ist es dann. Okay, 50 ml haben wir hier drin enthalten und damit reinigst du dein Gesicht, was natürlich super wichtig ist. Leute, schminkt euch immer schön ab, verwendet immer schön Produkte oder Wasser, um euer Gesicht zu reinigen. Also auch wenn ihr morgens aufsteht, einfach mit ein bisschen Wasser durchs Gesicht waschen. Das ist so wichtig. Ihr habt so viel Rotz im Gesicht, auch wenn ihr abends geduscht habt. Ich kann das wirklich nur sagen, ne? Das wird schon mal sehr helfen, um eine bessere Haut zu bekommen, um eine ruhigere Haut zu bekommen, eine reinere Haut zu bekommen. Und wenn man dann noch einen draufsetzen möchte, gerne halt so einen Reinigungsschaum oder einen Reinigungsbalsam, Reinigungsgel. Halt Produkte, die eure Haut halt auch einfach reinigen und gleichzeitig pflegen, das ist immer schön. Und dann habt ihr die Haut schön vorbereitet für die nachfolgende Pflege. Ja, genau. Schönes Produkt. Mag ich gerne leiden. Und jetzt kommen wir zum letzten Produkt. Das ist von The Body Shop, Himalayan Charcoal Peeling Clarifiant de Nuit. Ach was. Okay, also das ist jetzt leider nichts für mich, weil das für Mischhaut bis ölige Haut ist mit 30 ml. Aber krass, das ist ein Gesichts-, also Übernacht-Peeling, veganes Produkt, 98% natürliche Inhaltsstoffe, cruelty-free, rampampam, ne? Ich habe ja auch mit euch zusammen den The Body Shop Adventskalender ausgepackt, aber das finde ich wirklich gerade sehr beeindruckend. Okay, du kannst es maximal dreimal pro Woche auf die Haut geben. Bei solchen Produkten immer bitte vorsichtig dran gewöhnen, ne? Ich habe euch hier auch mal ein Video abgedreht zu, welches Peeling passt zu mir. Mit welcher Art von Peeling arbeiten die Schätzeleins denn hier? Enthält organische Säure, okay, ein Säurepeeling ist das, ne? Kann die Sensibilität der Haut in Bezug auf Sonnenlicht verstärken, direkte Sonneneinstrahlung meiden und Sonnenschutz verwenden bis zu 7 Tagen nach Anwendung des Produkts. Ja, das ist auch super wichtig, ne? Ist klar. Wenn du ein Peeling verwendest oder wenn du ein Säurepeeling machst, gerade Säurepeelings, immer schön an den Lichtschutzfaktor denken und diese Peelings abends anwenden. Das macht auf jeden Fall Sinn. Hier steht auch extra drauf, Night Peel, ne? Also da haben die auch schon direkt bei der Produktbezeichnung darauf geachtet, den Konsumenten darauf hinzuweisen, wann man das anzuwenden hat. Und ja. Also das ist mit Aktivkohle und Säure wohl. Ich weiß jetzt nicht, welche Säure. Da steht jetzt nicht irgendwie dick AHA oder BHA drauf. Da müsste man sich nochmal intensiv mit den Inhaltsstoffen befassen, um das dann herauszufinden. Aber das sollst du halt wirklich auf der Salicylsäure ist hier drin, okay, auf der Haut belassen. Steht hier auch drauf, ne? Okay, also wird es dann tatsächlich eher ein reinigendes Produkt, also ein klärendes Produkt aufgrund der Salicylsäure sein. Also eher in Richtung BHA-Peeling. Genau, das heißt gegen unreine Haut. Wenn du jetzt gegen Falten arbeiten wollen würdest, richtest du dich ja eher so nach dem AHA-Peeling. Und wenn du eine ganz sensible Haut hast und überhaupt erstmal in dieses Säure-Peeling-Game reinkommen möchtest, PHA, definitiv, habe ich euch auch hier in dem, habe ich euch eingeblendet Video erzählt. So nämlich. Schöne Produkte. Ich bin immer hin und weg von dieser Niedlichkeit dieser Box, ne? Auch von diesen, also das macht die Box meiner Meinung nach halt echt hart aus. Das sind die Accessoires, meine Meinung. Dieser ganze warme Vibe, der rüberkommt. Ja, und die Beauty-Produkte sind halt auch immer super darauf abgestimmt und total schön.
halt einfach. Also die mag ich einfach auch einfach gerne leiden. Das sind immer tolle Sachen. Die sind dann meistens eher so auf die jeweilige Jahreszeit, auf das jeweilige Hauptbedürfnis abgestimmt. Also ich finde, unterm Strich lohnt sich die Box halt immer wieder. Und ich mag auch den Inhalt von der Box und ich mag auch die My Little Box, weil die einfach so unheimlich niedlich ist. Schreibt mir mal gerne eure Meinung über den Inhalt von dieser Box unter dem Video in die Kommentare rein. Und vielleicht auch, welches Produkt euer Lieblingsprodukt ist. Meins ist definitiv das Tee-Ei. Diese Eichel. Die ist einfach so süß. Ihr Lieben, das war es jetzt hier von mir und meinem Video über die My Little Box für den Monat November 2022. Denkt dran, es gibt was zu gewinnen, steht in der Infobox. Und es gibt was zu sparen, steht auch in der Infobox. Und wenn dir dieses Video gefallen hat, mein Magen knurrt, dann lass mir doch sehr, sehr gerne einen Daumen nach oben da. Würde ich mich mega drüber freuen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Lass es dir ganz einfach gut gehen. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Ich verlinke dir mal hier oben meine Playlist mit den ganzen Unboxings der Boxen. Hier unten mein neuesten Upload. Auf dieser Seite noch ein Video von mir. Und hier oben kannst du, wenn du möchtest und es vielleicht noch nicht getan hast, mich sehr, sehr gerne einmal kostenlos abonnieren. Ich würde mich echt von Herzen drüber freuen. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.